Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Zu Kerbal Space Program, genau. Nee, das kommt danach. Zu Transport Viva 2. Wir haben in der letzten Folge angefangen, mit unseren Schiffen hier zu arbeiten und das würde ich gerne jetzt fortsetzen. In diesem Fall aber mit geraden Straßen. So. Damit der schon mal angeschlossen ist. Der wird ja hoffentlich noch gleich mal benutzt. Der hier unten ist angeschlossen. Und mein Handy hat gerade aufgepinkt, wieso auch immer. Anfang einer Folge tut es immer aufpinken, das ist so typisch. Am Anfang jeder Folge macht es Pling und schon wieder... Oh, jetzt macht es hier Pling auch noch. Es gibt neue Fahrzeuge. Tonnen... Alter, wie viel kommt denn jetzt noch nach? Okay. Nicht schlecht. Der ist ja angeschlossen. Bedeutet, wir brauchen hier eigentlich nur noch eine Buslinie, die durchfährt. Wird trotzdem mal hier so ein bisschen... Einfach hier ein bisschen abrunden, das Ganze. Ah, der erste ist schon hier, okay. Aber der ist natürlich davor, hier war auch kein Anschluss. Die wollen wahrscheinlich jetzt alle zur Bootfahrt 2, genau. Auch noch keine Mitfahrer, aber hier warten doch schon die ersten Insider, ne? Ja, perfekt. Hier unten, den Ort müssen wir natürlich... Den Ort müssen wir auch noch anschließen. Und ich werde den jetzt einfach mal so anschließen, dass wir sagen, wir machen... So. Mein Plan ist sozusagen, hier so einen kleinen Kreisel zu bauen in der Art. Kreisel. Ja, die Ortschaften müssen natürlich jetzt auch noch angeschlossen werden. Aber wenigstens die ersten warten schon mal hier überall. Hier warten sogar schon mehr. 11 Leute. Dann kriegen die Ortschaften jetzt alle noch Bus. Wege und alles drum und dran, aber wir haben uns gut etabliert mittlerweile. Wie schaut es mit der Buslinie hier aus? Alter, in voller Verwendung, aber die fahren auch wahrscheinlich alle nur bis hier fast. Hier fahren tonnenweise auf und ab. Okay, ich habe den gleich auch jeden anderen Weg genommen, dahin zu fahren sonst. Ich habe ja die Wege abgerissen. Hier fahren auch viele, also bedeutet, die Ortschaft müssen wir unbedingt anschließen. Oder hier so vorbei und dann würde ich aber hier wirklich... Wollen wir denn hier enden oder wir enden bei Fürstenau? Ich finde es halt lustig, die erste Strecke noch so voll. Da hatte man keinen Bock und dann hat man so gedacht, ach, wir machen es jetzt hochmodern. Ich habe auch schon die ersten Teile hier ausgetauscht, ihr seht schon. Ist noch alles alt, aber da vorne bei der Abfahrt ist schon relativ viel neu geworden. Die Auffahrten nicht, die sind alt geblieben, aber die Straße selber ist neu. Einfach weil wir Boden clearen, so und alles drum und dran, pipapo, ne? Wie schaut es mit der Fabrik aus? Die will immer noch nicht upgraden. Die will einfach nicht zum Gottversagen upgraden. Neue Flugzeuge. Sollten wir unsere Flugzeuge vielleicht mal upgraden? Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Flugzeuge. Oh, ich upgrade die jetzt einfach hier so. Gegen das neueste Passagiermodell, was wir haben. Das sind ja die blauen hier noch. Das ist die hier oben. Die hat eine Passagiermenge von 20, 33, 55. Dann nehmen wir doch eindeutig die hier. Dasselbe führen wir bei dir durch. Und die Öltransporte, was ja eigentlich das Spannendste ist. So, noch eine alte Maschine dabei. Eieiei. Die werden jetzt ersetzt vom Flugsiegbot. Achso. Entschuldigung, das war jetzt nicht der Plan. Ersetzen durch Cargo-Flugzeuge mit extrem hoher Effizienz. Schauen wir, ob das sich was bringt.
Hier ist der Bus unterwegs. Da kommen sogar ein paar wieder heim. Das ist echt cool. Die fahren von A nach B. Hier warten tonnenweise Leute, weil die zum Flughafen wollen. What? Einer wartet fürs Schiff und die anderen wollen alle zum Flughafen. Ich glaube, wir brauchen für die Linie noch eine Verstärkung. Wir brauchen Verstärkung, Jungs. Das war ganz dringend. Der braucht mindestens zwei Kollegen. Jetzt kommt hier die nächste Truppe. Und die geht dann immer von A nach B. Da sind auch 27 Leute drauf. Wahnsinn. Und wir haben noch keine, noch nichts eingebaut. Also noch keine Bustouren, die hier drin sind, sondern wir haben aktuell wirklich nur das Minus, was auf einmal eingetrudelt ist, weil ich so viel gekauft habe. Das sind zwei Busse, die jetzt zur Verstärkung kommen. Die fahren gleich mit. Bedeutet, mit der Verstärkung jetzt, die hier ist, können wir hoffentlich die Last aufnehmen, die jetzt da ist. Jetzt wächst die Stadt auch voll. Weil die natürlich Anbindungen hat ohne Ende. Wir werden vielleicht eine MAN-Verbindung nach hier drüben dann auch machen. Mal schauen. Jetzt erstmal schauen, kriegen wir die Last hier weg? Was kommt jetzt schon wieder? Alter, wollt ihr mich verarschen? Schon wieder so viele Züge. Ich komme gar nicht mit. Ich baue aktuell gar keine Züge. So. Die ersten sind eingestiegen. Und die letzten bitte jetzt noch. Perfekt. Und für den Flughafen sind schon wieder drei Leute da. Alle wollen zum Flughafen irgendwie. Ich sollte vielleicht hier einfach auch eine kleine Bustour machen. Nach Tübingen, dahin kommst du und dahinter kommst du auch, okay. Weil ich werde jetzt hier überall so ganz kleine, also jetzt nichts Spezielles, ich werde einfach... durch die Stadt einen Bus durchtouren lassen. Und schauen, was dann passiert. So. Gartenstraße. Ne, Tübingen. Das ist okay, das ist Bus Tübingen. Tübingen. So, dann stellen wir für Bus Tübingen mal ein paar Busse bereit aus unserem Buslager hier. Ich würde sagen, so zwei werden reichen. Bus Tübingen. Also ich würde mich jetzt interessieren, wie fahren die? Ich würde ja sagen, die fahren jetzt über die Autobahn erstmal nach München. Oder? Ja. Die fahren jetzt fix auf die Autobahn auf. Yes, die fahren auf. Die Busse gehen on Tour. Das sieht man auch immer wieder in echt. Und jetzt sind bei mir auch Busse schon auf der Autobahn unterwegs. Auch geil. Mega nice. Was für ein Zustand befindet die sich, außer dass sie Minus macht? Schlechten Zustand, okay. Im Lager haben sie genug. Der Transport ist hier noch so ein Problem. Tun wir mal hier upgraden. Was hast du denn hier? Mein Problem ist ja eher, dass du das Ganze hinterherkommen musst. Bedeutet, du musst jetzt hier die ganze Zeit auch schauen, dass du die Fahrzeuge upgradest. So. Was kommt denn jetzt? Neue Züge, neue Flugzeuge und...
Noch irgendwas? Ganz viel Loks, tonnenweise Loks, die 230 fahren können. Straßenbahnen. Ah ja, wir können mal in München jetzt. München, 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 München. Wir sind sicher gerade irgendwo auch die Busse abgefahren. Da sind sie schon. Sie sind schon auf dem Weg, cool. In München würde ich die Straßenbahn erneuern. Ich weiß, es ist so irgendwie so mittlerweile so normal, aber ich will die Straßenbahn hier, die neue sind, also die, die wir zur Verfügung haben. Wir haben ja diese, die da. Die würde ich gerne überall einzupfen. Kostet mich wahrscheinlich wieder ein halbes Vermögen, aber wir haben es ja. Alter, schaut euch diese fetten Dinger an, geil! So, der gehört nach hinten, okay. Man hört nur die Flugzeuge fliegen. Pff, durch geht's. Alter, Tübingen. Pff, da warten die Leute schon massenweise. Kommt, ihr Busse. Alter, ich wette, das macht so einen Unterschied jetzt dann. Also wirklich wie Tag und Nacht am Ende. Der Straßenverkehr ist natürlich immer noch ordentlich hier zwischen den Ortschaften, aber ja, das wird sich hoffentlich bald ändern. So, jetzt sind sie gleich da. Ich bin gespannt, Alter, das ist, weil ich denke, viele wollen nach hier zu der Schiffanlegestelle, kommen aber nicht hin oder wollen zu Fuß da nicht hingehen. Bedeutet, die warten auf öffentliche Verkehrsmittel, die sich darum kümmern. Ich wette, du fährst hier runter, oder? Ja. Hä? Wo fängst du an? Fängst du in der Hauptstelle an, oder was? Ah, der hat schon ordentlich Geld gemacht. Ist aber auch voll besetzt. Wahnsinn. Ah, das wird sich hoffentlich bald ändern, sobald halt wenigstens einmal alle durchgefahren sind. Dann wird die Menge, die an Leuten stehen, auch sich verringern. Die gehen von hier aus sogar schon hin. Wie viel mehr das werden? Wie viel mehr? Holy shit. Also der Bus macht halt voll den Unterschied jetzt. Der ist jetzt im Minus, lustigerweise, finanzmäßig, was ich mir nicht jetzt erwartet hätte. Aber okay. Ein paar kleine Sachen haben wir noch bekommen. Die gehen wahrscheinlich auch alle, also ich denke, eigentlich alle werden von hier aus wieder. Es ist so geil, es ist so geil. Hier warten allein schon wieder so viele, also wir haben ja eine Kapazität auch viel höher, wie das. Also wir haben ja auch massenweise, die machen eh nur Minus. Die sind für mich aktuell echt nur das Minusverfahren, aber wenigstens der Versuch, das so zu machen, ist ja da. Der Bus wird langsam auch positiv. Das baut sich mit der Zeit ja auf. Wenn wir dann hier noch eine Station machen und eine Stadtrundfahrt, dann wird Chemnitz auch noch geil. Allein schon wie viel hier warten. Jetzt bin ich gespannt. Wechseln hier viele das Schiff? Hätte erwartet, dass mehr sozusagen zurückbleiben. Ich finde es interessant, dass viele auch gerne von der Station aus direkt davor gehen, anstatt von hier. Aber jetzt sind sie auch im Plus. Ja, das wird alles plus lange im Geschäft. Es dauert halt einfach, ne? Das ist noch ein großes Minusgeschäft, aber hey, was willst du machen? Ja, nee, pff, das Geld steigt und steigt. Straßenfahrzeug schlecht, okay. Ihr beide werdet direkt ausgetauscht. Kann man nicht irgendwie sagen, alle
schlechten Zustand befindlichen Fahrzeuge upgraden oder so? Zustand. Sehr schlecht, Schaden. Kann ich die jetzt auswählen oder wie ist das? Fahrzeuge verwalten. Wort Refem, die fahren Brot. Bedeutet, die werden ausgetauscht gegen die hier. So kann man das machen, Schaden. Sehr schlecht. Haben wir die hier. Fahrzeuge verwalten. Warum fahrt ihr mit sowas noch rum? Ihr werdet geupgradet gegen neue Linienbusse. Dann gehen wir hier wieder rein. Siegburg-Kringel. Fahrzeuge verwalten. Ah, das sind so alte Strecken schon. An die erinnere ich mich teilweise gar nicht mehr. Das ist ja brutal. Werkzeug München. Holy shit, die kriegen jetzt ein fettes Upgrade. 40 Tonnen eingebaut. Sehr schlecht ist der... Welche Linie ist das zur Hölle? Gib mir mal kurz einen Ansatz, wo die fährt. Ah, das ist der hier das die Nahrung verfährt. Ah, jetzt weiß ich, wer du bist. I know where you are. So. Dann kriegst du ein Upgrade. Erstmal eine elektronische Lok vorne dranhängen. Fake-Lokomotive. Ich hätte ja gerne eine Vorspann. So viele schöne Loks sind das. Du brauchst halt eine dementsprechend gute Lok, ne, vorne, das darf man nicht vergessen. Und der sagt, Cargo, du bist, keine Ahnung wie lang du hast auf jeden Fall 7 Hänger. Sieben Hänger, die Kapazität ist erhöht. Und ein bisschen größer geworden müsste. Holy shit. Ist halt auch gut für unsere ICEs, wenn die hier lang brettern, wenn ein nicht zu langsamer Zug hier auch unterwegs ist. Apropos ICE, wo sind sie eigentlich? Ah, guck mal, der fährt. Wenn man davon redet, fährt gerade einer ein. Autosaving. 9 Millionen. Respekt, Digga. Wie viele Leute auch, ne? Also, es nimmt nicht ab an Leuten, die auch hier mit dem Zug fahren wollen. Die Stadt Siegburg ist aber auch nicht wirklich gewachsen, als Gefühl. Wir haben auch noch keine Konstruktionssachen drin. Das ist vielleicht auch einer der Fehler. Konstruktionssachen. Sollten wir vielleicht mal überlegen, wie wir es am besten bauen? Slag oder Sand? Sand wollte ich eh mal überlegen, weil... Und daraus kriege ich auch hier Treibstoff. Oder könnte ich per Flugzeug dann wegfliegen oder sowas? Ja, Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.